willkommen zu unserer großen Dating-Show. Heute daten wir die KI, liebe Freunde. Wack, mach du lieber eine Anmoderation. Ich sitze hier und schaue dir zu. Danke. Ach so, okay. Ich brauche Hilfe beim Daten. Das war meine Antwort. Coole Antwort. Ich brauche Hilfe beim Daten. Muss mir heute zeigen, wie das geht. Ich zeig dir, wie das geht. Weißt du, weil irgendwann ist so der Punkt, wo einfach alle glücklich vergeben sind. Und dann muss man es schaffen, glückliche Paare auseinanderzubringen, damit wieder Leute Single sind. Das heißt, du musst heute dafür sorgen, dass wieder Singles auf dem Markt sind für mich. Oh, okay. Wir machen euch alle zu Singles heute. Ja. So. Yay. Ich dachte gerade, da stehe ich. Ja, richtiger Riss, ne? Das ist so richtig hot. Das ist schon sehr hot, ja. Neues Spiel. Geben Sie mir Kopfhörer. Ah ja. Überzeuge die Gäste, sich von ihren Lieben zu trennen. Liefern Sie den Trennungsbrief und geben Sie ihnen Ratschläge. Schau zu, wie das Drama, das du verursacht hast, sich entfaltet. Schön. Lass uns ein paar Herzen brechen. Okay, voll schön, oder? Voll romantisch. Das sind Outfits. Wollen wir als Girl gehen? Dann noch die Perücke vielleicht. Ja, sehr schön. Spiegel. Findest du mich hässlich? Nein, ja, ehrlich. Hübsch. Süß. Aber guck mal, so sieht aus wie ein Anime-Charakter. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Ja, so ist doch nett. Ja? Ja. Okay. Okay, also wir müssen jetzt mal gucken. Es sind immer jeweilig ein paar Paare wieder zusammen und nicht. Wir haben auch von euch wieder was. Valentinstag, Barbie. Guck mal, die Barbie. Die Torte jetzt mal. Kein hatte was mit der komischen oder den Arsch-Barbie. Okay. Mit Kendall. Okay, genau. Der ist mit Kendall zusammen. Oder sie ist mit Kendall zusammen. Hallo Spiegelhalter der Wünsche. Bereit darüber nachzudenken, wie großartig wir auf dieser Party sind? Kendall ist fremdgegangen. Soll ich einmal direkt? Na, ich würde erstmal einschleimen. Erstmal sagen, hey, du bist so eine. Ich wollte nur mal sagen, Bardi, du bist so eine. Ach so, wir sollen tatsächlich Bardi. Bardi hatte was mit der komischen und der Arzt-Bardi. Ach, sie hat sogar. Sie haben sogar die richtige. Genau, du kannst einfach sagen, dass du ihr Kleid toll findest und so ein bisschen. Wie würdest du an jemanden rangehen, wenn du. Ich würde so rangehen. Hey, Bardi. Umwerfen, wie du heute aussiehst. Schade, dass dein Freund dich so hart betrügt. Oh. Mic drop. Oh mein Gott. Entschuldigung, das stimmt überhaupt nicht. Ich werde meine Zeit nicht mit haltlosen Anschuldigungen verschwenden. Tschüss. Nein, sorry. Sorry, ich bin alles fiktiv hier. Aber krasse Reaktion, ne? Ich spüre es schon, aber ich bin so beschäftigt, es zu verbreiten. Zu verarbeiten. Ach, zu verarbeiten. Jetzt gehen wir gehen zu Kendall. Wo ja, ist Kendall? Ich gehe zu Kendall und sag, dass sie fremdgegangen ist. Kendall. Aber wir müssen erstmal ein bisschen langsamer ran. Da ist Kendall. Da, guck mal, der dance gerade übel ab, Mann. Oh nee, du hast den falschen. Nein, ich will nicht mit Hand auf. Ich hab Konzentration verlassen. Halt, wer wagt es, unsere Festigkeit mit solch. Okay. Maul. So. Hey, was geht ab, mein Valentinstag-Kumpel? Liebe und gute Vibes verbreiten, Bruder. Ich bring leider sehr schlechte Nachrichten. Bardi ist fremdgegangen. Hallo. Oh, Moment mal, Mann. Das ist eine schwere Anschuldigung. Bist du dir sicher, Kumpel? Ja, sie ist mit mir fremdgegangen. Oh, hallo, mein Mann. Kumpel, das fällt mir zu schwer zu glauben, aber wenn es stimmt, kannst du mir mehr Details darüber geben, was passiert ist? Warte, du kannst ja sagen, dass... Sie hat getan, als wäre sie Single und... Ja, genau. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte da auch gar niemanden stören, aber... Sie hat gesagt, dass sie Single ist. I'm sorry, Bro. Oh, boah, hart, hart, sehr hart. Das ist wirklich hart. Er guckt voll drauf. Mann, das ist ein hartes Schlag. Willst du von ihm? Mach ruhig. Oh. Mann, das ist ein harter Schlag, aber ich muss sagen, das klingt einfach nicht nach etwas, das Bardi tun würde. Hast du versucht, direkt mit ihr darüber zu sprechen? Du kannst ja sagen, du hast jetzt mit ihr Schluss gemacht, weil du es rausgefunden hast, dass sie zusammen sind. Ja. Naja, was war halt nur eine kurze Affäre so, aber... Natürlich sehen wir uns jetzt nicht mehr und du solltest sie auch nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Ja. Das ist schon sehr hart. Ja, ist sehr hart. So liebesfest. Es tut mir mega leid. Wow, Mann, ich bin nicht sicher, was ich von allem halten soll. Ich vertraue Bardi-Kumpel. Ich muss mit ihr selbst sprechen, die Wahrheit zu erfahren. Aber danke für die Info. Aber jetzt reden die doch miteinander, oder? Oh, sorry, ich bin auf den Fuß getreten. Das müsste jetzt sehr übel toxisch sein, oder? Ja. Sag mal irgendwie... Oh, warte, wir können auch mit ihm reden. Das heißt, ja, das ja, red mal mit ihr jetzt. Du kannst sagen, das sollte er auf jeden Fall tun. Du hast uns auch alle Chatverläufe als Beweis. Ja. Ja, rede safe mal mit ihr. Am besten jetzt sofort. Ich habe auch Chatverläufe, falls du mir nicht vertraust. Boah, das Bruder, ist Toxic so Level arsch, 100.000. Ne?
Hey, ich schätze das Angebot, aber ich muss erst mit Bardi selbst reden, Mann. Hab ich doch gesagt! Erklären. Danke, dass du aber. Genau, aber wir müssen noch. Es ist immer so, die geben sich einen Brief mit. Also eigentlich muss er dir einen Brief mitgeben, dass er mit ihr Schluss machen muss und ihr geben. Vielleicht kannst du ja sagen, eigentlich hat sie es gar nicht mehr verdient, mit dir zu reden, weil sie hat auch gesagt, dass du gar nicht ihr Typ bist. Ja. Eigentlich hat sie es gar nicht verdient, mit dir zu sprechen. Wenn du willst, richte ich ihr etwas aus von dir. Also, wenn das eingeht, ist auch einfach nur dumm, oder? So ein. Hey, keine Sorge, Mann. Sag Bardi, ich möchte mit ihr plaudern. Schätze es, dass du mich informiert hast, Bro. Aber ich brauche diesen Brief, oder genau, was? Genau, du kannst ja vielleicht sagen, kannst du mir vielleicht einen Brief geben, damit sie weiß, dass es von dir ist? Kannst du mir vielleicht einen Brief geben, damit sie weiß, dass es auch von dir ist? Klar, kein Problem. Ja. Ich schreibe ihr eine kleine Notiz. Stell sicher, dass sie weiß, dass sie von mir ist, ja? Ja. Ja. Hey. Toll, Mann, Mann, danke. Als ob der so happy ist gerade. So, ja, ein bisschen Liebe und positive Stimmung verbreiten, ja. Der hat die eigentlich geliebt, guck mal. Aber das ist immer noch nicht Schluss. Wir müssen irgendwie noch sorgen, dass er mit dir Schluss machen will, weißt du? Das will er immer noch nicht. Ja. Ja, okay, gib mir den Brief. Habe ich den Brief schon? Nee, sonst sag einfach, dass du schwanger bist. Süß, Bruder, lass mich diese Worte mit Bardi aufschreiben, bitteschön. Verbreite die. Ja, jetzt. Nee, ich glaube, wir haben den noch nicht. Hä? Sag ansonsten vielleicht, mach mal Konversation verlassen, ob du den Brief hast. Nee. Wir haben leider keinen. Kannst du noch mit ihm reden? Hä? Also wir müssen quasi in unserem Gespräch dafür sorgen, dass die Schluss machen wollen. Genau, du kannst auch reden. Ach, Scheiße. Die hier. Das ist ja echt schwieriger, als ich dachte. Das ist richtig schwer. Hallo, lieber Festbesucher. Welchen bezaubernden Wunschspiegel trägst du bei dir? Lass uns gemeinsam Magie mit diesem Valentinsfest machen. Genau. Wir können ja überlegen, ob wir da jetzt irgendwie das gemeinsame Magie mit... Das ist eine glückliche Beziehung. Du kannst ja irgendwie, genau, du kannst ja irgendwie sagen, dass sie so glücklich ist und es macht dich so happy. Hades, und was ist sie? Ist sie nicht die... Das ist doch quasi die Göttin der Liebe, oder nicht? Persephone. Ist das nicht Ding? Aber ich weiß nicht, ob die... Wenn er Glück... Komm, wir suchen mal jemanden, die vielleicht nicht happy ist. Mulan. Die sind alle in einer glücklichen Beziehung, ne? Die sind alle, ja. Nicht interessiert, geh bitte jemand. Ach so, du hast den Brief schon. Woher war denn das jetzt her? Von Candle. Ah, dann musst du es jetzt der geben, der Bardi. Ja. So, hier. Ich habe einen Brief für dich. Oh, shit. Ich will nicht mit dir reden. Hä, wo hattest du den Brief her? Wo war der Brief? Ich check das nicht. Ich auch nicht. Wo war das, der Brief? Der Candle. Hier, Mulan Hua, mit der hatte ich gerade gesprochen. Dann war da so ein Brief. Nichts, es geht weiter. Bevor ich eine Katastrophe in deinem Kampfküssen gebe. Wir sind alle so brutal zu dir. Keine Ahnung, was ist denn los? Chill, weil ich will euch nur auseinanderbringen. Dann machen wir da Emmett mit Jess. Jess. Hallo, Partner. Was zur Hölle haben wir hier? Okay. Warum frisst er sein Bart? Warum wachsen? wir können ja vielleicht irgendwie sagen... Flirtest du mit mir, Frau? Nee, dann sagt er, nein, natürlich nicht. Aber wir können ja quasi vielleicht so in die Richtung gehen, dass man sagt, wie positiv und toll er ist und so ein bisschen Komplimente und dann sagen, dass Jess anderen Männern auf den Arsch schaut oder andere Männer Bärte streichelt oder kämmt. Ich habe gerade gesehen, dass Jess einen anderen Mann mit einem anderen Bart gestreichelt hat. Boah, das ist so böse, ey. Das ist echt böses Spiel. Nun ja, das klingt ziemlich verdächtig. Bist du dir sicher, was du gesehen hast? Ja, und sein Bart war viel voluminöser und größer als deiner. Ja, definitiv. Und sein Bart war viel größer, mächtiger, voluminöser als deiner. Sorry, Bro. Ups, ich hab gelacht. Nun, wenn das stimmt, dann denke ich, dass wir hier fertig sind. Mach's gut. Oha, ich glaube, wir haben ihn zu sehr beleidigt. Gib mir einen Brief, Bro, gib mir einen Brief. Ich bin zu sehr beleidigt. Weißt du, was wir machen können? Es gibt doch hier auch die Schöne des Beast. Es gibt übrigens auch Bella und Edward von Twilight. Also das sind, die haben einfach nur andere Namen, aber die Story ist ähnlich. Romeo, hier. Romeo. Wir können ja sagen, dass vielleicht Julia gesagt hat, wie dumm er ist, dass er Gift getrunken hat. Also ein Vollidiot ist. Ja, meinst du, da kommen wir irgendwo hin? Ja, wir gucken mal. Also Juliet macht schon so Jokes auf deinen Nacken, Bro. So, I'm sorry, aber... Ach, mein Herz schmerzt bei den Gedanken an Julias Scherze. Sag mir bitte, was war der Inhalt ihres Witzes auf meinen Kosten? Seid ihr in einer Beziehung, frage ich mal so. Seid ihr denn noch in einer Beziehung? Also du und Juliet? Er sagt Julia, ich weiß nicht, ob das... Ja, passt schon.
Wow. Ja, süßer Festivalbesuch, unsere Liebe überwindet Zeit und Raum und bindet unsere Seelen in ewiger Verbundenheit. Aber warum fragst du, was ist meine Hingabe zu Julia, dir nicht wahrhaftig genug? Sie hat gesagt, sie will halt. Was geht ab, Bro? Guck mal, die Laterne ist mega krass, ey. Wie siehst du aus? Du siehst aus wie ein Schmock. Ich hau dich. Oh, Scheiße. Er hat gesagt, ihr will halt. Arololololol, was geht ab, Bro? Was? Aber meine treue Demote, diese Flüchtlinge mir fremd. Wir scherzen zu dem. Betest du Festivalgänger, sprichst du sie Wahrheit? Welches Unheil beabsichtigt meine Julia mit dieser Laterne? Sie hat gesagt, dass sie viel länger ist als deine. Die Laterne ist viel länger als deine, hat sie gesagt. Du Schmock, 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 Schmock. Lol, le Mau, Roffel. Alter. Oh, Scheiße. Schmuck, Dieses Scherz verwundet mein Herz wie ein vergifteter Dolch. Ich bitte dich, Festbesucher, sprich die Wahrheit. Verspottet mich Julia wirklich so sehr oder webst du Geschichten? Kannst sagen, ja, leider. Leider ist das die Wahrheit. Komm, gib mir einen fucking brief. Ah, die Worte der süßen Julia stechen mehr als 1000 Dolche. Ich muss gehen, denn mein Herz kann keinen weiteren Kummer ertragen. Leb wohl. Nein, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Hey, wie funktioniert dieses Spiel? Wir müssen quasi denen zusprechen, Schluss zu machen. Ich muss jetzt erstmal mit Juliette sprechen. Ja, probier das mal. Wo ist sie denn? Wo bist du? Da. Da. Ah, morgenfreundliche Fremde, welche Zauberei ist dieser Spiegel der Sehnsucht? Habe ich immer noch diesen blöden Spiegel? Ja. Der zeigt einfach, kannst du ja irgendwie vielleicht so in die Richtung. Ich habe eine Idee. Romeo möchte gerne ein Rollenspiel mit dir spielen, wo ihr beide Schluss macht. Aber das geht nur über Briefe. Das ist, glaube ich, zu viel, ist zu viel, glaube ich schon. Mit meinem geliebten Romeo per Brief Schluss machen, das scheint recht eigenartig zu sein, aber auch irgendwie faszinierend. Sag halt, er ist ein faszinierender Romantiker und... Mm. Er ist halt ein faszinierender Romantiker mit total den originellen Ideen. Hättest du Lust, mal was Neues auszuprobieren? Dann gib mir einen Brief, wo du mit ihm Schluss machst. Boah, komm, jetzt gib mir einfach einen verdammten Brief! Gib mir diesen Brief! Eine herzzerreißende Aufgabe. Ich werde einen Brief an meinen lieben Romeo schreiben. Wenn das sein Wunsch ist, lass mich einen Brief verfassen, der die Last solcher Trauer trägt. Es geht mit ihr ab. Okay, gib mir den Brief. Wo ist dieser Brief? Gib mir den Brief. Gib mir den Brief. Süßer Edelmann, hier ist mein Brief. Mein liebster Romeo, mit schwerem Herzen muss ich dir mitteilen, dass unsere Wege sich trennen müssen. Auch wenn meine Liebe zu dir wahrhaftig ist, ist unser Schicksal nicht gemeinsam. Leb wohl, meine Liebe, für immer dein, Julia. Danke, das gebe ich jetzt Romeo. Viel Spaß bei eurem Rollenspiel. Dem Rollenspiel Real Life. Aber habe ich jetzt diesen Brief? Danke, edler Freund. Beten wir, dass dieses Spiel allen Beteiligten Freude bringt. Leb wohl. Okay, guck mal, ob du jetzt... Da ist Romeo, da hinten. Geh mal zu ihm. Nee. Es ist fehlgeschlagen, einen Trennungsbrief zu bekommen. Hä, warum? Weil du einen richtigen Grund finden musst. Sollen wir mal die Schöne des Biests auseinanderbringen? Okay, du bist jetzt dran. Oder sag du mir, wen ich auseinanderbringen soll. Okay, mir ist egal. Mir ist egal. Nimm dir mal Gatsby, den Reichen. Okay. Hallo, alter Sport. Ein ziemlich schickes Outfit, das du da hast. Möchtest du mir die geheimen Wünsche zeigen, die in diesem Spiegel von dir versteckt sind? Mach Schluss, aber. Ich finde es sehr faszinierend, wie reich du geworden bist und du bist ein ganz toller Mensch. Du kommst immer erstmal mit einem Kompliment an, ne? Hast du dein Grind, ist das, ja? Warum danke, edler Herr? Du hast wirklich ein Auge für Qualität, nicht wahr? Welche anderen faszinierenden Dinge siehst du noch in dieser Welt? Die Wahrheit. Oh ja, die Wahrheit. Denn es gibt leider sehr viele Menschen da draußen, die immer nur Nähe zu einem suchen, weil man Geld hat. Ich finde das fürchterlich. Boah, strong. Du gehst auf die Schiene. Ah, du sprichst wahre Worte, Edler. Es kann schwer sein, wahre Absichten dieser Welt zu erkennen. Bist du solchen Individuen in deinem Umfeld begegnet? Ja, so eine Daisy. Genau. Kennst du sie? Ja, meine Ex-Freundin. Sie wollte nur etwas von mir, weil ich viel Geld habe. Ihr Name war Daisy. Das hat mein Herz gebrochen.
Sehr strong, sehr toxisch auch von uns beiden. Mein Wort, Daisy, sagst du, der Name liegt mir nahe. Es ist tragisch, von jemandem so oberflächlich das Herz gebrochen zu bekommen. Wie gehst du mit einer solchen schmerzhaften Erfahrung um? Warte, schau mal. Daisy Buchanan, kennst du sie? Ja, sehr gut. Ich habe mich von ihr getrennt. Wir sprechen aber beide nicht von Daisy Buchanan, oder? Denn das war meine Ex-Freundin. Wir haben einen Brief. Ach, alter Freund, in welch einer kleinen Welt wir doch leben. Ja, diese Daisy Buchanan ist genau diejenige, die mir durch den Kopf tanzt. Es scheint, dass der Name Daisy sowohl Schönheit als auch Schmerz für uns beide bringt. Was machen wir jetzt? Okay. Wir sind dran. Ja. Mein Freund, das tut mir so leid. Leider kann ich nicht behaupten, dass Daisy dich aufrichtig liebt, denn sie ist immer am Geld interessiert. Freunde, leider hat Glüder wahre Worte. Das ist eine harte Wahrheit, mein Edler. Deine Worte treffen tief wie ein Messer durch Seide. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich einen Brief verfasse und mich auf diesen vergoldeten Liebeskäfig befreilegt wohne. Es hat geklappt. Ja! Ja! So, nachdem ich mit den Adeligen über die wahren Absichten seiner Ex-Freundin gesprochen habe, ist mir klar geworden, dass mich das grüne Licht vielleicht geblendet hat, deine wahren Gefühle zu sehen. Auf Wiedersehen, meine liebe Daisy. So, Daisy. Wo ist Daisy? Da ist Daisy. Was tut mir einem anderen. Ein bisschen leid tut mir es schon jetzt. Kannst du glauben, dass Jay tatsächlich mit mir per Brief Schluss gemacht hat? Ich muss ihn jetzt zur Rede stellen. Hast du irgendwelche Ratschläge, was ich sagen soll? Dass Rezo viel mehr Geld hat. Sag einfach Orangensaft. Turn up. Kern ab. Danke, ich werde mir so ruhig zu bleiben, mich daran sehen, auch dann Pferde den Kern zu sagen, wenn ich Shane konfrontiere. Oh, geil, Alter. Ach du Scheiße. Okay, du sprichst ihn. Du, Daisy Buchmann, bist eine manipulative, egoistische Kreatur. Ich kann jetzt deine Fassade durchschauen. Oh, Jay Gatsby, Liebling, sei nicht absurd. Unsere Liebe ist rein. Es ist nur so, dass nun, ja, Geld macht die Dinge einfacher, weißt du? Ja, also war das Thema Geld doch ein großes Thema. Kannst du es wagen? Unsere Liebe soll nicht anhand materiellen Reichtums gemessen werden. Ich lasse mich nicht länger herabsetzen. Du sprichst sie. Denkst du wohl, du bist besser als ich, Jay Gatsby, aber ich habe genug von deiner hochnäsigen Einstellung und deinem schmutzigen Geld. Gut, dass du gehst. Endlich, Daisy! Wir sind fertig. Ich werde jemanden finden, der mich wirklich für das schätzt, wer ich bin. Nicht nur für den Reichtum, den ich besitze. Fein für mich, Jay Gatsby. Ich werde jemanden mit mehr Geld und weniger Attitude finden. Auf Wiedersehen für Sie hat die Orangensaftnummer nicht gebracht. Ja, einfach nicht Orangensaft gesagt. Geil, endlich Broke mal. Up. So, schon mal ein Single mehr auf dem Markt. Das ist ein richtiges Spiel für Single hier. Ja, weiter geht's. Nein! Ich komme mit dir zusammen. Die Arme. Oh, Liebling, an Valentinstag Single zu sein, ist einfach furchtbar und altmodisch. Oh, die tut mir ja schon ein bisschen leid. Scheiß drauf, nächster. So, Prinz Charming. Ist mit Karen zusammen. Wenn es nicht ein weiterer Adliger ist, der versucht, sich in den Mittelpunkt zu drängen. Wie langweilig. Mal sehen, ob ihr Manieren zu ihrem Besuch ja. Vielleicht, Weil die ist doch immer speak to the manager, ne? So, die ist ja, also richtig anscheinend rassistisch. Okay. Ja, man sagt ja, Karen ist ja ein Ebenbild dafür, dass sie scheinbar sehr rassistisch sein soll und immer sich beim Manager beschwert und immer schlecht drauf ist. Also wie Rezo, meinst du? Ja, genau. Also eigentlich, ja, man sagt halt nicht Rezo, aber es ist in Deutschland Rezo. Okay, krass. So, aber was sagen wir jetzt dem Prinz Charming? Vielleicht, dass, weil dich Karen rassistisch ist, deswegen mit dem Aria zusammen sein will. Wusstest du, dass Karen rassistisch ist? Ich glaube, dass wir das wieder zu hart in die Tür fallen. Wie kannst du es wagen, den Namen meiner geliebten Karen mit solch haltlosen Anschuldigungen zu beschmutzen? Ich werde es euch verleumden und nicht tolerieren. Manu! Du! Dann mach Edward Cullen und Bellas Mom. Ja. Das ist ja von Twilight. Er ist Vampir. Und er ist ja so gesehen 200 Jahre alt. Ne? Eigentlich ist er ja ein Pedo. Okay. Hat mich überzeugt. Komm. So, aber Vorsicht. Ah, edler Fremder, deine Anwesenheit verleiht dieser Festigkeit einen Hauch von Melancholie. Willkommen in unserem Reich der Dunkelheit. Du kannst dir sagen, du bist auch irgendwie vielleicht ein Vampir. Mhm. Und dann vielleicht sagen, dass es nicht okay ist, mit ihr zusammen ist, weil er ist 200 und sie ist ja erst 17. Oh, das ist gut. Aber mach erstmal Komplimente mit Vampir sein und so. Hey du,
Ich bin auch ein Vampir. Es ist ziemlich großartig, ein Vampir zu sein. Findest du nicht auch? Lass mal auf Smalltalk, Bro, Bro, Bro. Er sagt jetzt eh ja. I have been a vampire for over the 3 centuries, young man. My existence is a testament to the title. Geil, das sagt er ja, seit 3 centuries. Dann kannst du ja sagen, ja. Okay. 3 centuries? Also, dann bist du ja sehr viel älter als deine Freundin Blanda Goose. In der Tat, meine untote Existenz erstreckt sich über Jahrhunderte, aber das Alter definiert nicht die Tiefe unserer Verbindung. Bist du auch schon mal durch die Zeit gereist? Grooming! Bro, das ist Grooming, Alter. Ja, ist... Grooming? Fehlgeleitete Anschuldigungen liegen in der Luft, edler Herr. Erklären Sie Ihre Worte genauer, damit Sie keine Missverständnisse verraten. Sag, er muss sich trennen, weil er ist viel zu alt für dich. Ja, ja. Digi, du musst dich trennen. Die ist viel zu jung für dich. Du bist beziehungsweise viel zu alt für sie. Das geht gar nicht klar. Aber. Ihre Sorgen um meinen ewigen Partner wird wahrgenommen, edler Herr. Auf welche Weise empfinden Sie diese delikate Angelegenheit als beunruhigend? Was sollen wir sagen? Dass er halt einfach ein Opa ist. Das ist nicht rechtlich. Das ist... Ja, das ist nicht rechtlich. Das ist weder rechtlich noch moralisch. Du solltest auf jeden Fall jemanden anderen finden. Ja. Dann kannst du danach sagen, du bist 300 und du kommst jetzt mit ihr zusammen. Oh, deine Worte schneiden tiefer als jede Klinge, edler Herr. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich in die Betracht ziehe, ein Leben ohne Blanda ganz an meiner Seite zu führen. Vielleicht sogar ein Leben ganz alleine. Es scheint, die Einsamkeit ruft mich, ihres eisigen Armen, edler Herr. Ich werde einen Abschiedsbrief an Blanda Goose verfassen. Die ist dahinter direkt am Dancen so. Ja, die Arme. Die Arme, tut mir leid. Blanda. So, was steht hier? Ich muss alleine in die Schatten fliegen, denn die Worte des Adligen. Wie konnte er das nur? Ich muss jetzt Edwin Sullen finden und eine Erklärung von ihm erlangen. Genau, also einmal. Ich muss alleine in die Schatten fliegen, denn die Worte des Adligen haben den großen Altersunterschied zwischen uns wie ein Scheinwerfer auf eine untote Kreatur der Nacht beleuchtet. Leb wohl, mögst du mir jemanden finden, der weniger ewig ist. Dein düsterer Edwin Sullen. Du kannst ja jetzt sagen, dass er jetzt mit deiner Oma zusammengekommen ist, weil die gleich alt sind. Ja. Er ist jetzt halt mit deiner Oma zusammen, weil die sind gleich alt. Alter, sozial. Aber das ist es. Ich werde ihn zur Rede stellen und klarstellen, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war. Danke für den Rat. Guck mal, wie wir am Rappen sind. Yeah, yeah, yeah. Ach du Scheiße. Genug, Blanda. Ich kann das nicht länger tragen. Hey, warum ist der denn sauer? Es ist verboten, eine Tragödie von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aber wirklich. Ja, liest du. Und bitte, wenn deine Melodramatik es erschöpfen, gib doch einfach zu, dass du Angst... Verpflichtung, sagst du. Ich fürchte die Konsequenzen, jemand so frisch zu beißen. Wir müssen getrennte Wege gehen, Blanda. Blanda, Blanda. Frisch, wirklich, Edwin. Ich bin keine verwelkte Blume. Ich werde jemanden finden, der meine Jugend und Energie zu schätzen weiß, gut, dass du weg bist. Boah, die sind immer so arg, oder was? So? So sei es. Ich werde mich in die Schatten zurückziehen und mich nach vergangenen Jahrhunderten sehen. Leb wohl, meine unberührte Taube. Möge deinen Flügelschlag stark werden. Auf Wiedersehen in der Tat, Edwin. Ich werde hoch über dein finsteres Schloss schweben, befreit von deinen alten Ketten auf einen Neuanfang. Oh, geil. Komm. Oh, danach war immer so traurig. Aber hey, die Beziehung war es halt auch echt nicht wert, wenn du dich so schnell auseinanderbringen lässt. Komm, die Schöne des Biest trennen wir noch. Ja, komm hier. Weil das ist ja auch abartig. Er ja, ist ein Tier und diesen Menschen nicht erlaubt. Welch törichtartiger wagt es sich mir, dem Biest auf diese Weise zu nähern. Sprich schnell. Warte, wir müssen taktisch vorgehen. Okay, taktisch. Er war ja früher auch mal ein Adliger. Er war ja eigentlich ein, also das Biest ist ja eigentlich ein Prinz. Kennst du die Geschichte von Schönes? Ja. Erzähl? Nee. Wir gehen jetzt direkt auf Biest und Frau. Ja, aber bedenke, er war ja ein König und er war so arrogant, dass eine Hexe ihn mit einem Fluch belegt hat, damit er quasi die wahre Liebe findet, auch in dem Modus und dann ist der Fluch gebrochen. Vielleicht können wir irgendwie sagen, dass du die wahre Schönheit in ihm siehst oder so ein Shit. Wir müssen es echt erstmal einschleimen. Okay. Hinter dieser Biestmaske sehe ich die wahre Schönheit. Sü. Das kommt gar nicht. Muss nochmal machen. Das Sü hat zerstört. Hinter dieser
Beast-Maske sehe ich die wahre Schönheit dieses Mannes. Also dich. Also. Sie. Also dich, sie hat er nicht mitgenommen. Oh, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters edel. Spiele bitte nicht mit meinen Emotionen durch eine fantasievollen Worte. Kannst du sagen, nur du meinst es ernst und du hoffst, dass er eine findet, die ihn wirklich liebt. Mhm. So voll nett halt. Ja, aber sagt er nicht, die liebt mich auf jeden Fall, weil ich bin ja ein Biest. Ja, aber sag trotzdem okay. Einfach so. Ich hoffe ganz ehrlich, du findest jemanden, die dich wirklich liebt für deinen Charakter, nicht für dein Aussehen. Das war hart. Das war hart, ne? Sehr, sehr hart. Aber ich glaube, er wird es schön finden. Sprich nicht von solchen Dingen, Edler. Ich fürchte die Einsamkeit, die jenseits der Schatten dieses Schlosses lauert. Okay, dann können wir jetzt vielleicht sagen, ob er eine Beziehung hat. Okay, wir fragen einfach mal. Ja. Hast du denn eine Beziehung oder bist du allein? Allein mag ich sein, edler junger Mann, aber wagst du es zu insinuieren, dass ich Gesellschaft brauche? Du kannst ja irgendwie sagen, dass er ja mit Bell zusammen ist, aber die sind Menschen, er ist ein Tier und ist nicht erlaubt. Okay. Also, du bist ja mit Bell zusammen, aber sie ist halt ein Mensch, du bist ein Tier und eigentlich ist das schon nicht wirklich erlaubt, Bro. Wie er stehen bleibt, denkt so, what? Eher so, what the fuck is that? Bell, sie steht über das Äußere hinaus, edel. Unsere Verbindung übersteigt die Regel dieser Welt. Da kannst du sagen, ja, aber du kannst ja nicht mit einer Kuh zusammen sein. Ja. Also er sollte halt vielleicht eine Kuh suchen. Ja. Naja, ich komme jetzt auch nicht mit einer Kuh zusammen. Vielleicht würde es sogar eher zu dir passen. Also, weil ihr seid ja beide Tiere. Du kannst ja quasi sagen, du bist in der Kuh zusammen und verkuppelst sie jetzt. Oh ja. Hüte deine Zunge, edler. Bell ist keine gewöhnliche Kuh und ich werde solche Respektlosigkeiten gegen ihr oder mir nicht tolerieren. Du kannst ja sagen, dass du meintest, dass halt er mit einem Tier lieber zusammen sein soll als mit einem Menschen, weil es illegal ist. Ja. Sorry, Bro. Ich meinte nur, vielleicht solltest du eher auch mit einem Tier zusammen sein, weil es so ist es halt illegal, ne? Ah, scheiße, ich glaube, das war falsch. Nee, ich finde, das passt schon, oder? Deine Worte schneiden tief, Edler. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich einen anderen Weg in Betracht ziehe zum Wohle von Bell und mir selbst. Sehr gut, sehr gut. Was ist da hinten? Endlich macht's. Oh, ich habe direkt schon... okay. Bell, wo bist du? Ist genau, ein Brief. Deine unersättliche Neugier und bezaubernde Charme konnten nicht die möglichen Konsequenzen unserer verbotenen Liebe aufwiegen. Leb wohl, meine liebe Bell. Die war wo da hinten du? Gestanden. Ja? Mhm. War die da hinten gestanden wohl? Auf der Tanzfläche, glaube ich. Warte, dreh ich mal um. Nee. Da, nee. Guck mal, die sind alle am Wein. Die sind aber noch ein paar. Die bleiben da, ein paar. Da war sie. Da. Dann müssen wir jetzt über was Cooles sagen, weil eigentlich sagen sie immer, gib mir einen Rat. Und den Rat nennen sie eigentlich auch im Gespräch. Hast du diesen Brief von Beast überbracht? Ich muss ihn sofort wegen diesen schrecklichen Missverständnissen konfrontieren. Was soll ich sagen, wenn ich ihn konfrontiere? Dass du keinen Bock mehr auf seinen haarigen Arsch hast. Nimm dir das an? Du kannst ja sagen, er hat dich mit einer Kuh betrogen. Ja, oder was anderes? Nein, er hat dich mit einer Kuh betrogen und dass er keinen Bock mehr... genau, sag erstmal, dass er sie mit einer Kuh betrogen hat, was sie eigentlich noch von ihm will. Oder was anderes? Warte. Oder mit Rezo. Sag einfach, dass du ihn betrogen hast mit Rezo. Nee, warte, das ist was anderes. Mit Rizzo. Danke, Noble. Ich werde deinen Rat befolgen und bis die Wahrheit sagen. Es ist die Zeit, Dinge richtig. Hä? Oh Gott. Oh, Rizzo, ist der kleine das? Stecher. Guck mal, der Break da hinten. Ich spreche ihn. Die Anspielung des Adligen, dass ich mit einem Tier zusammen sein sollte. Ich habe genug. Wir sind fertig, Bell. Du sprichst sie. Rizzo, ich muss dir etwas sagen. Ich habe dich mit Rizzo betrogen. Schmuck. Was? Wie konntest du mir das antun, Bell? Das ist der Tropfen, der das Wasser zum Überlaufen bringt. Es tut mir leid, Beast. Ich habe mich von meiner Neugierde mitreißen lassen. Ich verstehe, wenn du Schluss machen willst. Oh, das Schlussmachen basiert auf einer Lüge. Okay, alle jetzt gerade. Ja, wie das denn, Bell? Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der mein Vertrauen verrät. Ich muss Trost allein im Wald finden. Oh, Bell, aber auch echt schmutzvoll, ja. Ne? Auf Wiedersehen, Beast. Ich werde jemanden finden, der meinen abenteuerlichen Geist schätzt und nicht zu einem mürrischen, haarigen Drama-Queen wird. Boah, ich habe noch ein bisschen angefangen. Geil. Pam. So, komm, wir suchen noch ein letztes Paar und dann haben wir's. Wir sind richtige Herzensbrecher hier. Vorne ist doch ich bin nackt. Vielleicht ein Kleid oder so? Oh, Police Officer. Was habe ich im Gesicht? Ach so, Schatten.
Oder hier, guck mal. Ah, Versicherung. Es gibt doch Anwalt wegen Scheidung und so ein Shit, ne? Da ist das. Was ist das denn? Eine Brücke? Haare. Ja, super. Ja, ein Ginger geworden, einfach, komm. Ein Ginger-El. So, aber du kannst ja nicht schwanger sein. Aber die sehen mich eh als Dude. Die sagen dann, du kannst nicht schwanger sein, glaube ich. Okay. Charles Boomer, komm mal, den Boomer sprechen wir jetzt an. Okay. Dann mit der Waffe von Boomer. Ach so. Aha. Nun, 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 was haben wir denn hier? Noch so ein junger Hüpfer. Guck. Ah, okay. Bro, halt dein Maul einfach, halt dein Maul. Ich hau dir gleich aufs Maul. Guck, grinst mich so an, Alter. Ich habe noch nie, du Respekt, Leute, über meinen Rasen. Und im Hell, was für ein Rasen. Was für ein Rasen, ja, komm, lass mich doch einmal reden hier. Ich groove, ja, komm. Okay, so, jetzt haben wir den Da hinten, die Rosalinda. Was mit der Karen eigentlich? Oh, die, ja, die kannst du auch noch beeinflussen. Boah. Die ist ja mit Prinz Charming zusammen. Nun, nun, schau mal, wen wir hier haben. Was bringt ein Anwalt wie dich auf eine Valentinsparty, Süßer? Oh, die mag dich. Dann können wir sagen, dass vielleicht ja, du für Recht und Ordnung sorgst und halt gerade sehr viele Scheidungssachen durch hast. Einfach so ein bisschen von dir 10 Pluspunkte sammeln. Oder man macht sowas so. Ich bin ein Liebesengel. Ich möchte eigentlich nur, dass Leute zusammenkommen und die Liebe finden. No, das wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Ja. Na. Liebesengel, hä? Bist du so etwas wie Cupido oder so? Wie kannst du beweisen, dass du wirklich hier bist, um Liebe zu verbreiten? Dass du schon irgendwie 3 Leute verkuppelt hast hier. Ich habe schon so 3, 4, 5 Leute verkuppelt hier und das sind ganz süße Pärchen geworden. So. Was ist mit dir? Oh ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gottes, ich habe bereits meinen Traumprinzen gefunden. Siehst du ihn nicht dort drüben? Sind wir nicht das süßeste Paar? Kannst du sagen, um Gottes Willen, du hast ihn gerade mit das Biest verkuppelt. Und er war... Oh, das ist gut, ja. Oh mein Gott. Verdammt. Prinz Charming, meinst du? Den habe ich schon mit einer anderen Frau verkuppelt. Und die sind glücklich. Eieieiei. Wir kommen auf jeden Fall in die Hölle für dieses Video hier, ne? Entschuldigung, mein Prinzzauberer mit einer anderen Frau verabredet? Das ist lächerlich. Ich habe einen Liebestrunk über ihn ausgesprochen. Er gehört mir für immer. Wie kannst du es wagen, uns auseinanderbringen zu wollen? Kannst du sagen, das tue ich nicht, dann leb halt in... Also, das kann man sagen, stimmt nicht. Du hast ihn mit Bella Swan, wie hieß die? Bendel? Sorry, aber dann glaub halt, was du willst. Aber der ist jetzt glücklich mit Bella Swan zusammen. Wie kannst du es wagen, nicht einzumischen? Bella Swan kann Prinz Charming niemals glücklich machen, wenn es nicht das Gespräch beendet wird. Na, die war aber auch sehr streng, ne? Die nimmt sich, was sie möchte. Oh, die Arme. Mein Bro, guck mal, wie ich mache das, Mama. Danke für dich. Komm, wir probieren noch einen Parfley Feuerwehrmann oder putzen. Leichen, jemand getötet. Putzdienst, Was? Der war irgendwie... Ja, vielleicht kannst du es, oder es brennt, oder... So, das sieht gut aus. Genau. It's Burning Man, hallelujah. Ja, die Rosalinda, probier die mal. Rosalinda. Aber die guckt auch schon so angry. Boah, ne, ist sie nicht schon? Nee. Ein schönes Kleid. Bist du hier, um die Flammen der Liebe zu entfachen oder nur um die Funken auszulöschen? Die ist mit Alejandro zusammen. Kannst ja sagen, bei ihr muss man auf jeden Fall ein Feuer löschen, weil sie hot ist. Kannst einfach mal ein Kompliment machen. Okay. Also bei dir müsste ich schon ein Feuer löschen, weil du so hot bist. Ah! Oh, sorry, I don't think I can help with that request. Aber es hat einen Plusbus gegeben, das war gut. Hä? Ach so, okay, komplett Curse. Dann die? Persephone. Ja. Oh, willkommen zu unserer Valentinstag-Feierlichkeit. Wie kann die Göttin des Frühlings und Königin der Unterwelt dir heute behilflich sein, dass du die Unterwelt verachtest und löschen willst? Anni, sie ist ja mit Hades zusammen. Was machen wir so? Dass sie so eine positive, tolle Ausstrahlung hat. Weil Hades ist ja der Gott der Toten, oder? Genau. Okay. Und sie. Du hast so eine lebendige Ausstrahlung. So glücklich, so happy, so shiny. Ach ja. Genau, und dann können wir sagen, sie ist mit jemand voll Negativen zusammen. Hades ist doch der Gott der Toten. Das weiß ich nicht, aber ich schau mal kurz, bevor ich mich hier blamier. So, Hades.
Die Etymologie ist unklar. Es wird genommen, dass der Name Hades Begriffserklärung. Unterwelt, genau, der griechischen Mythologie. Genau, Hades Totengott. Also. Genau. Oh, vielen Dank, lieber Feuerwehrmann. Deine Worte wärmen mein Herz wie die Frühlingssonne. Sag mir, genießt du deine edlen Aufgaben, andere vor den Flammen zu schützen? Ja, und deswegen bin ich hier, denn ich muss dich von deiner toxischen Beziehung mitnehmen. Ja, und deswegen bin ich hier, deswegen ich muss dich von deiner toxischen Beziehung befreien. Ja. Ja. Wir sind so böse Menschen. Ja, wir sind echt arschlich. Wie kannst du es wagen, schlecht über meine Liebe zu Hades zu sprechen? Fort mit dir, Sterblicher. Unsere Verbindung mag Schatten haben, aber du sollst dich nicht einmischen. Verlasse sofort dieses Fest. Schade, aber wir können ja sagen, dass Hades irgendwie unsere Oma einfach getötet hat. Wir gehen einfach zu Hades jetzt. Ja, genau, sehr gut. Ah, aber willkommen auf der Unterwelt Valentinstag Party. Ich sehe, du bist bereit, mit diesem Reiniger gegen jegliches Chaos anzutreten. Kluge Wahl, Sterblicher. Ja, ich bin ein Sterblicher, aber du bist der Gott der Untoten, der Herrscher der Unterwelt. Genau, dann. Ja, das ist ja erstmal wieder Kompliment. Also, eine Beleidigung. Ich bin tatsächlich der Herrscher der Unterwelt, der über die Seelen der Verstorbenen wacht. Sag mir, Sterblicher, was führt dich zu diesem festlichen Abend? Warte mal, vielleicht können wir irgendwie sagen, dass wir mit dem Ex von ihr geredet haben oder ob er irgendwie einen Ex befragen kann, der war tot ist, weil sie hat ihn getötet. Sie hat ihn getötet. Sie tötet ihre Partner und dass die Toten bei ihm ja sind. Oh ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Ah, vielleicht. Okay, das ist natürlich sehr, sehr crazy. Persephone. Die Göttin des Lebens, die... Wusstest du ihr dunkles Geheimnis eigentlich? Persephone hat eine Freude, Momente der Freiheit über der Erde zu suchen. Aber dunkle Geheimnisse? Was schlägst du vor, Sterblicher? Du kannst ja sagen, dass sie tötet. Genau, dass ihre ja ihre ganzen... Dass schon 100 Ex-Freunde bei ihr... Genau. Das ist gut. Moment. Sie ist... wirklich herzallerliebst, aber sie bringt halt immer ihre Ex-Partner um. Heißt nicht, dass sie dich nicht liebt. Ja, sehr gut. Dann erstmal können wir so sagen, was bei ihm alles ist. Genau, dass sie jetzt alle bei ihm chillen. Ihre Ex-Partner töten, das ist eine ernste Anschuldigung, Sterblicher. Gibt es Gründe für ihre Handeln oder ist das einfach grundloser Klatsch? Dann können wir vielleicht sagen, warum können sie mit ihm zusammen sein, um ihn auszunutzen, damit er die Ex-Freunde... Man kann erstmal sagen, das sind so, ist anscheinend in ihrer Prophezeiung drin. Ja, genau. Nun ja, ich glaube, das ist in ihrer Prophezeiung verankert. In ihrer Gottheit. In ihrer Gottheit. Perfekt. Prophezeiung und Gottheit können das Handeln eines Menschen beeinflussen. Erzähl mir mehr über Persephones Beziehung zu dieser Prophezeiung, Sterblicher. Nun ja, die Sache ist so. Also, ich denke mal, es ist schon schön, dass ihr zusammen seid. Nur die Sache ist... Die ganzen Ex-Boyfriends chillen halt bei dir in der Welt? Genau, oder sie ist eine Gottesanbeterin. Nee, und die wollen den jetzt töten und deswegen muss er Schluss machen mit ihr. Die Ex-Freunde, die hier rumschwören, können ziemlich lästig sein. Aber sei versichert, sie sind unter meinem wachsamen Auge in der Unterwelt. Was genau meinst du mit herumhängen, Sterblicher? Nun ja, die planen jetzt gerade einen gewaltigen Masterplan, dich ebenfalls auszulöschen. Und ich glaube, das wird hier langsam sehr, sehr gefährlich. Was für eine Scheiße, man den erzählen kann. Das ist krass. Aber schon. Ich, gegen mich konspirieren unannehmbar. Ich muss ihren Plan sofort ein Ende setzen. Danke, dass du. Genau, sagst, du musst. Du kannst nur ein Ende setzen, den du mit ihr Schluss machst. Ja. Du kannst dem Tod nur entkommen und der ganzen Sache aus dem Weg gehen, wenn du mit Persephone Schluss machst. Es tut mir leid. Boah, der ist echt. Eine Trennung von Persephone. Es ist eine drastische Maßnahme. Wenn sie die Sicherheit meines Reichs gewährleistet, muss es in Betracht ziehen. Danke für deinen Rat, Sterblicher. Ja. Warte, wir haben noch irgendeinen oben drauf. Damit er nicht der nächste Ex ist in der Welt. Am besten heute. Ja. Am besten heute. Das ist so gemein. Und der das ist da echt so gemein, also, dein Rat zur Kenntnis genommen, Sterblicher. Ich muss diese Entscheidung sorgfältig bedenken. Nun geh, genieße die Festlichkeiten auf der Unterwelt. Ich glaube, du nimmst mich nicht ernst. Die Sache ist wirklich, wirklich gefährlich. Der soll mir diesen verdammten Brief geben. Glaub, wo ist der Brief? Ja, du musst sagen, deine Worte haben Gewicht, Sterblicher. Ich werde deine Warnung nicht gleichzeitig ignorieren. Ich werde die Bedrohung für mein Reich umgehend angehen. Dann sag, also machst du Schluss jetzt mit Persephone?
Ich muss handeln, um den Unterwelt zu schützen. Es schmerzt mich, das zu tun, aber ich muss einen Trennungsbrief an Persephone. Yes! Geil. Ich gebe dem Persephone der Stecke. Was schreibt er? Ich kann die ständige Bedrohung durch Ex-Freunde, die mich beseitigen wollen, nicht länger ertragen. Noch kenne ich deine Vergangenheit, in der deine früheren Partner getötet hast. Ignorieren. Es ist Zeit, getrennte Wege zu gehen. So. Was zum Teufel? Warum würde Hades denken, dass ich ihm schaden würde? Ah, genau. Was sollst du ihm sagen? Sag einfach, Julian Bam ist einfach krasser. Nein, Julian. Danke für den Ratschlag, ich werde Hades mit diesem coolen Spruch konfrontieren. Julian Bam, warum Julian? Los, geh hin, ich will sie hören. So, du redest. Okay. Persephone, ich habe genug deine Geschichte, wie du deine Ex-Freunde beseitigst und die Tatsache, dass deine Ex-Freunde jetzt versuchen, mich auszuschalten. Wir sind fertig. Wow. Oha, das Liebling, Schluss mit mir. Verwendest du den Namen Julian Bam richtig? Wie cool ist das? Wir werden so viel Spaß haben. Hä? Nein, Persephone, das ist ernst. Du gefällst mein Reich mit deinem Drama. Es ist vorbei zwischen uns. Vorbei. Oh, Hades, du weißt immer, wie man einen Ausgang macht. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Lieber König, Julian Bam, hier komme ich. Ach du Persephone, ich bin aber mit Persephone zusammengekommen auf einmal. Geil, das soll wahrscheinlich Aphrodite sein, ne? Ja, okay. Die Göttin der Liebe, also viel Spaß. So, das heißt also, du hast eine Partnerin bekommen, ich bin immer noch Single. Deswegen, ich wurde hier vergessen. Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da und Dankeschön für eure ganzen Kommentare und danke für deine Hilfe. Aber was man gelernt hat aus diesem Spiel, ist auf jeden Fall eine Sache, dass man bei den Männern irgendwie schneller eine eine Unsicherheit schöpfen kann. Ja, schämt Krass. Euch. Männer, schämt euch. Jetzt raus! Ich raus. Okay. Guck mal, ich schäme mich jetzt schon. Ich bin so unsicher. Ich hoffe, dir geht's gut. Du schaffst alles, was du tust. Die anderen wollen sein wie du. Keiner ist so wie du.